Wir waren jetzt gerade in Österreich, wir waren gerade bei der Schatzsuche. Und eine Schatzsuche kann man auch etwas südlicher machen, und zwar in Griechenland. Und wir haben uns die Ionischen Inseln ausgesucht. Ich habe hier zwei nette Herren neben mir sitzen, die mir jetzt alles erklären und alles erzählen, was dort los ist, was man dort alles findet, außer Gold und Silber und vielleicht ein paar Skulpturen. Und bei mir ist, er wird sich selber uns vorstellen. Mein Name ist Spiros Galliatzatos, ich komme aus Kefalonia. Ich lebe die letzte Zeit hier in Deutschland, deswegen kann ich die Sprache ein bisschen beherrschen. Und neben mir ist es der ganz wichtige Herr, heißt genauso wie ich, weil wir verwandt sind. Der heißt auch Spiros Galliatzatos. Der kommt also von der Region, also der ist bei dem, wie sollen wir das sagen, bei der Regierung, die vor Ort irgendwie dort steht. Und der ist zuständig, Repräsentant also für den Tourismus von der Insel. Und er kann sich auch seinen Namen auch selber auf Griechisch sagen. Spiros Galliatzatos, Vice Governor of the Tourism and Ionian Policy of Ionian Islands. Guten Tag to everybody. Here we are to promote the Ionian Islands. The most important is that this year we have a lot of new flights, additional flights from Ionian Islands from Deutschland. For example, from Frankfurt International Airport, we have twice per week flights for Kefalonia and for Corfu, every Tuesday and every Saturday, and many other flights, as it is from Tegel with EasyJet since 1st of October till the end of 1st of August till the end of October. Twice per week for Corfu and twice per week for Kefalonia, from Michen and from many other destinations with tour operators to Ionian Islands. This year we expect Deutsch people to have increased more than 30% on the Ionian Islands, so the British, they're not feeling anymore alone on the top. So, yeah. Also, er hat uns jetzt viel erzählt und damit wir das alle verstehen, haben wir ja den besten Mann hier. Ah ja, okay, gut. Also ganz einfach. Also bis jetzt war es also die Ionische Insel, also im deutschen Raum ist nicht so bekannt. Nicht durch die Geschichte und so, aber dadurch, dass man ganz schwer irgendwie auf die Insel kommen könnte. Jetzt gibt es also Gott sei Dank direkte Flüge von Frankfurt, von Berlin sogar. Man kann zweimal die Woche zu den zwei Inseln, also Kefalonia und Korfu, die Hauptinsel also von der Ionische Insel. Von dort kann man also die andere kleinere Insel also sehr, sehr leicht irgendwie besuchen, und zwar das halbe Stunde oder maximal eine Stunde mit der kleinen Ferries oder kleinen Boot kann man also diese Tagesausflug machen. Was noch, also das war also erstmal, wie man dahin kommt. Und das geht also auch also bis Ende Oktober. Das gibt auch, man kann das sagen, die sogenannte City Breaks. Okay, die sind keine Städten und so in der Art, aber man kann also Freitag hinfliegen und Montag schon zurückkommen oder über längere Zeit natürlich dort bleiben. Aber außer, sag mal, das Beste wäre, wenn ich nach Korfu fliege oder nach Kreta und dann mit dem Schiff übersehe. Ja, wäre das so richtig? Nein, man kann auch direkt von Frankfurt, von Berlin und von München auch direkt zu Kefalonia und Korfu fliegen. Mhm. Das sind die große Hauptinseln. Okay. Zu der anderen kleinen Insel, man kann entweder von Korfu oder von Kefalonia halbe Stunde so mit dem Schiff rüberfahren, wenn man das anders besuchen will. Wir kommen nochmal ganz kurz zu der Insel selber. Man hat vorhin gesagt, ist noch nicht so bekannt, aber wenn ich jetzt komme und sage, es kommen viele Touristen, also sie können alle dort schlafen, es gibt genug Hotels. Oder baut ihr noch welche? Also genug Hotels, es ist also sehr relativ. Also es gibt nicht nur 10 oder 20 Hotels, es gibt viel mehr. Posso chiedere che parlo di Kefalonia per ipo? About 100 hotels in Kefalonia. But we have a lot of flight also with tour operators all the Ionian islands, as it is Zande, as it is Lefkas through Actio Airport, Kefalonia, Corfu, as it is Thomas Cook, as it is TUI Fly. Yes. But they have increased this year on the flights. I hope, according to my opinion, the next 2-3 years, Deutsche market will be the first one
on the Iranian Islands. Das ist wunderbar, weil wir haben jetzt das erste Mal auf der Messe hier griechische Gäste und da freue ich mich natürlich besonders, dass wir gerade, sag mal, auch eine Destination vorstellen können, die noch nicht so bekannt ist, aber jetzt bekannt wird. Ab morgen gegen Lourdes, also könnt ihr schon mal ein paar Hotels dazu bauen, wenn die Berliner jetzt alle kommen. Ne? Ja. Also, aber die Ionischen Insel, ich kannte sie auch noch nicht. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, aber ich habe dann immer gesagt, nein, warte mal, bis die beiden Herren hier kommen und dich aufklären und dich ein bisschen schlauer machen, wo es hingeht. Und da freue ich mich natürlich, dass jemand gleich auch von der Regierung oder von der Provinz mitgekommen ist, uns dann die näheren Informationen bringt. Auch die Information, dass alle deutsche Reiseveranstalter schon dorthin fliegen und dass wir, sagen wir mal, nächstes Jahr auf der ITB hier sitzen und dann kann er uns sagen, wir sind die Nummer 1 in Griechenland, oder? Wenn wir darüber freuen. Also das ist auch unser Ziel. Deswegen, also man nimmt teil bei der Messe hier, also schon längere Zeit, aber jetzt ist es, sagen wir so, der Fall, dass man irgendwie einfacher dahin kommen kann. Ich kann so ein bisschen Storys was sagen, weil viele kennen Ithaka. Von Odysseus, oder? Und das ist genau ein Seemeile entfernt von Kefalonia. Dann kann man schon fast schwimmen, wenn er so guter Schwimmer ist. Und andere Sachen, Lefkas ist auch bekannt durch die Geschichte von Sappho, von Lesbos. Sie ist dort, hat sie irgendwie Selbstmord begangen, weil also nicht in ihrer Liebe, also die diese, wie heißt das? Ja, Erfüllung haben. Also das. Sie kannte mich noch nicht. Genau, das hat mich nach einer Telefonnummer gefragt, aber ich hatte es damals nicht dabei. Jetzt kann ich die Nummer geben, wahrscheinlich zu spät. And then I say, okay, I'll see you the next year. Yes, I have to give you an invitation to visit the Ionian Islands yourself. Anytime you like, I should give you my card. You are welcome anytime you like to decide to see yourself. Genau, when you come next year, you come back, they say, yes. Okay. Ionischen Insel, der Number One in Griechenland. Also, nächstes Jahr machen wir Nummer 1 Ionischen Inseln in Griechenland und wir werden versuchen, sie dieses Jahr noch zu besuchen. Wo kriege ich die Informationen? www? Die Website? Die Website, wo can you found? Yes, of course, it's Ionian Islands, Discover Greece, Ionian Islands, in seven languages. Okay. I should give you a record. Okay. No, for the customers, I can see in the video. So, also, da ist alles drauf. Sie finden bei uns alles auf der Website. Sie können sich den Film anschauen und hören. Und wenn Sie dann noch vorbeikommen und eine Frage haben hier auf der ITB, kommen Sie einfach vorbei und dann gucken wir uns das an. Ich bedanke mich, dass die beiden Herren hier waren. Und wichtig war, wir brauchen keine Namen merken, nur einen, weil alle beide heißen Sie gleich. Ja, genau. Danke und thank you very much. Und wir sehen uns im nächsten Jahr.